Linksverkehr. Ein pikantes Frühstück mit Würstchen und Baked Beans. Tagelanges Regenwetter und grüne Wiesen, soweit das Auge reicht. Kein Zweifel, wir sind in England. 3 Tage lang begleiten wir Landwirt und Lohnunternehmer Richard Lenny, der mit seiner Göweil G1-Kombi jedes Jahr mehr als 10.000 Rundballen presst. Das blaue Gespann fällt auf, denn die Maschine aus Österreich ist hierzulande noch ziemlich unbekannt. Wie kam es dazu? Warum hat Richard dieses Experiment gewagt? Was unterscheidet diese Presse von allen anderen? Und was ist so speziell an der Futterernte hier auf den britischen Inseln? Fragen über Fragen, denen wir in diesem Video gemeinsam auf den Grund gehen. Richard Lenny ist Landwirt und Lohnunternehmer. Mit der Göweil G1-Kombi ist er heute unterwegs, um Silage für seine Kühe zu pressen. Hohe Erträge, nasses Gras und launisches Wetter. Das gehört hier in Großbritannien zur Tagesordnung. Deshalb braucht Richard schlagkräftige Maschinen, auf die er sich zu 100% verlassen kann. Das ist vielleicht auch der Grund, warum er sich schon 2016 für eine Kombipresse von Göweil entschieden hat. Doch dazu mehr im Verlauf dieses Videos. Rückblick. 3 Tage zuvor besuchen wir Richard auf seinem Betrieb in der Nähe von Chester im Nordwesten des Landes. Hier hält der Landwirt 150 Mutterkühe und die zugehörigen Jungtiere. Seine Maschinen setzt er auch überbetrieblich ein. Hier geht es in erster Linie um die klassischen Dienstleistungen der Futterernte. Vom Mähen über das Zetten und Schwaden bis hin zum Pressen von Rundballen. Heu- und Strohballen lagert Richard am Betrieb ein. Einen Teil davon braucht er im Winter für die eigenen Tiere, den Rest verkauft er an andere Landwirte. Mit uns unterwegs ist Phil Kieser, ein gebürtiger Amerikaner, der für Göweil arbeitet, um die Marke und ihre Maschinen im englischsprachigen Raum bekannter zu machen. Das britische Wetter zeigt sich auch während unseres Besuchs von seiner allerbesten Seite. Strömender Regen sorgt dafür, dass Richard mit seinen Maschinen wieder mal zu Hause bleiben muss. Das geht nun schon eine ganze Weile so. Zwei schöne Tage, dann Regen. Zwei schöne Tage, dann wieder Regen. Ein Tag und wieder Regen. Wir sind heute schon nass geworden. Und heute Nachmittag? Sieht aus, als würde es ziemlich viel Regen geben. Und dann Mittwoch, Donnerstag, Freitag, diese Woche nicht besonders heiß, aber trocken. Es sieht so aus, als ob es am Wochenende regnet. Und auch die ganze nächste Woche. Langsam bin ich am Verzweifeln und ich hoffe, dass sich das Wetter bald wieder bessert. Es ist wirklich frustrierend, weil ich weiß, dass wir Heu und Stroh gleichzeitig pressen werden, was ich nicht wirklich gern tue. Dabei gerät man nur unnötig in Zeitnot. Zu Beginn der Saison war es hier sehr trocken und ich habe gehofft, dass wir so gut über den Sommer kommen würden. Ich dachte, um diese Zeit, also jetzt, Ende Juli, hätten wir alles Heu gepresst. Aktuell habe ich aber noch über 40 Hektar stehen. Im Rundballengeschäft ist Richard schon viele Jahre aktiv. Anfangs mit einer Solopresse von Welger, später von Lilly. Die Fusion mit einem Wickler und einem Kombirahmen von Göweil löste 2011 eine kleine Revolution aus. Lilly ist hierher gekommen, sie haben meine Solopresse mitgenommen und in den Shortline-Kombirahmen eingebaut. Und die erste Saison, wenn ich so zurückblicke, es war eine Revolution. Ich bin einfach losgefahren und habe selbst die Arbeit erledigen können. Ich musste keinen Wickler mehr organisieren. Es war egal, wann ich abends nach Hause kam, weil niemand mehr da war, der fragt, wie lange werden wir heute noch arbeiten? Das hat mein Leben total verändert. Unglaublich. Alles schien perfekt. Doch das Schicksal meinte es nicht gut mit Richard. Nur 4 Jahre später wurde die Press-Wickel-Kombination durch ein Feuer zerstört. 2015 gab es einen sehr schlimmen Brand. Wir hatten Glück, dass wir den Traktor retten konnten. Alles passierte innerhalb von 20 Minuten. Ich war bei einem Kunden, um Heu zu pressen. Ich habe auf dem Feld gewendet, mich umgedreht und überall war Rauch. Als ich aus dem Traktor stieg, war es schon zu spät. Alles, was ich tun konnte, war die Deichsel abzuhängen und mit dem Traktor vorwärts zu fahren. Ich habe immer noch das Bedienterminal in meinem Büro.
Nach diesem Rückschlag brauchte der Lohnunternehmer schnell eine Lösung. Lely konnte keine geeignete Maschine anbieten, aber im Profisegment sah Richard kaum Alternativen. Immer öfter fragten seine Kunden nach Folienbindung, eine Technik, die zu diesem Zeitpunkt nur wenige Pressen beherrschten. So führte der Weg schlussendlich nach Österreich zu Göweil. Jetzt, wo der Hersteller mit einer eigenen Rundballenpresse am Markt war, schien die Zeit reif. Richard wagte den Umstieg und kaufte eine Göweil G1 Kombi. 2016 die erste Maschine in England. 5 Jahre später folgte das Upgrade auf die verbesserte zweite Generation, mit der er noch heute arbeitet. Am nächsten Tag haben wir Glück. Es hat aufgehört zu regnen. Die Sonne scheint und bis übermorgen soll es trocken bleiben. Richard nutzt diese Chance und fährt mit den Mähwerken raus aufs Feld. Es ist Mitte Juli, ein später zweiter Schnitt. Eigentlich hätte dieses Gras zu Heu werden sollen, doch das Wetter hat einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der Aufwuchs ist schon alt. Um zu retten, was zu retten ist, hat Richard umdisponiert und kurzerhand beschlossen, von einem Teil der Fläche Siloballen zu pressen. Die 6 Meter breite Mähkombination von SIP setzt der Lohnunternehmer auch für andere Landwirte ein. Mit Zuverlässigkeit und sauberer Arbeit hat er sich über all die Jahre einen guten Ruf in der Region erarbeitet. Während das Gras trocknet, nutzen wir die Zeit, um einige Landwirte zu besuchen, für die Richard die Futterernte übernimmt. Einer von ihnen ist Milchviehhalterin Mary Selby. Mein Name ist Mary und ich bewirtschafte hier in Goulburn Hall in Cheshire zusammen mit meinem Vater Hugh Rankers einen landwirtschaftlichen Betrieb. Ich bin seit 2016 Geschäftspartnerin meines Vaters und wir melken etwas mehr als 100 reinrassige Holsteinkühe. Unser gepachteter Milchviehbetrieb ist rund 100 Hektar groß. Wir arbeiten mit Richard schon seit langem zusammen. Ich kann mich nicht erinnern, dass irgendwann schon einmal ein anderer Lohnunternehmer gekommen ist. Richards Ballen sind immer sehr fest. Sie sind sauber gewickelt und wirklich sehr gut gepresst. Wir hatten noch nie Schimmel oder irgendwelche anderen Schäden an den Ballen. Die Rinder lieben das Futter. Wenn wir das richtige Gras auswählen und das auch noch ordentlich gepresst wird, fressen es die Rinder einfach gerne. Und wir erzielen damit sehr gute Ergebnisse. Gute Wachstumsraten bei den Kälbern und die Kühe geben viel Milch. Wir fahren weiter zur Familie Robinson, die hier in 4. Generation einen Milchviehbetrieb führt. Die 250 Kühe verbringen die meiste Zeit auf der Weide. Der Fokus liegt auf den Tieren und das braucht Zeit. Deshalb vergibt Betriebsleiter Phil Robinson die Futterernte an verschiedene Lohnunternehmer. Wir arbeiten bei der gesamten Futterernte mit Lohnunternehmern zusammen. Wir mähen 3-mal im Jahr und verfüttern die Rundballen an das Jungvieh und die trockengestellten Kühe. Die Zusammenarbeit mit Richard funktioniert hervorragend. Er ist ein sehr guter Lohnunternehmer. Er ist zeitlich flexibel und kommt auch mal abends vorbei, um die Arbeit zu erledigen. Das ist sehr praktisch für uns. Die Ballen sind extrem fest. Sie wiegen fast eine Tonne. So müssen wir weniger Ballen bewegen. Das macht es einfacher für uns. Manchmal, wenn wir pressen und die Ballen eine Weile liegen lassen, wickeln wir das Heu in Folie, damit es nicht nass wird. Die meisten Ballen werden bei uns mit Netz gebunden. Aber wir haben festgestellt, dass das Netz bei nassem Futter schwer zu entfernen ist. Wenn man Mantelfolie verwendet, geht das viel leichter. Das Wetter in England ist ziemlich unberechenbar. Viel Regen und dann wieder sehr trocken. Wenn also viel Futter auf den Feldern steht, zum Beispiel auf einer 2 Hektar großen Fläche, pressen wir das Gras zu Rundballen und nehmen diese Fläche einfach aus dem Weidekreislauf heraus. So wird das Gras nicht so lange zum Grasen für die Kühe. Ab und zu bauen wir die Zäune ab. Richard kommt, presst die Ballen und fährt sie weg. So müssen wir für kleine Flächen das Fahrsilo nicht öffnen. Und das funktioniert tadellos. Wir bekommen schwere Ballen mit mehr Inhalt und weniger Plastik. Die Ballen sind schwer, aber Phil Robinson kommt gut damit zurecht. Die hohe Pressdichte bringt dem Betrieb viele Vorteile.
Auch das Heu lassen wir pressen. Das sind ebenfalls schwere Ballen. Man kann sie kaum bewegen. Die sind richtig schwer und insgesamt sind es weniger Ballen zum Transportieren. Richards Fresswickelsystem hat viele Vorteile für unseren Betrieb gebracht. So very beneficial for us to use Richard and his baling system. Works a treat. Am späten Nachmittag besuchen wir die Springfield Farm, wo Matt Ackley und seine Frau gut 50 Fleischrinder und 15 Mutterkühe halten. Auch hier grasen die Tiere auf der Weide. Der eigene Zuchtbulle beschützt seine Herde und sorgt für regelmäßigen Nachwuchs. Das Fahrsilo benutzt Matt schon seit Jahren nicht mehr. Es dient jetzt als Lager für Rundballen, die der Landwirt hier feinsäuberlich übereinander stapelt. Über Richard und seine Göbeil-Kombi weiß er nur Gutes zu berichten. Yeah, we've had Rich do our bales now for about 5 or 6 years. Wir arbeiten mit Richard jetzt seit etwa 5 oder 6 Jahren zusammen. Die Ballen sind sehr gut. Er macht sehr gute Arbeit. Besser als andere Lohnunternehmer, die wir ausprobiert haben. Vor allem die Futterqualität ist top. We have no wastage on the bales at all. The bales are a lot bigger. Wir haben überhaupt keine Schimmelbildung. In den Ballen ist viel mehr drinnen. Das Futter ist extrem kurz geschnitten. So etwas habe ich noch nie gesehen. Fast wie bei einem Feldhäcksler. Die Tiere lieben es. Wenn ich einen Ballen in die Futterraufe gebe, ist er am nächsten Morgen komplett weg. Richard presst ungefähr 500 Ballen im Jahr für uns. Wir verkaufen jetzt auch ziemlich viele. Eigentlich sind es sogar weniger Ballen, weil jetzt mehr Futter drinnen ist. Die Ballen sind schwerer und sind besser geschnitten. Deswegen ist viel mehr Material drinnen. Am nächsten Morgen sind wir wieder mit Richard auf seinem Hof verabredet. Die Presse hat er schon angehängt und extra für unsere Kameras gibt's jetzt noch eine Wäsche. Der gelernte Mechaniker legt großen Wert darauf, dass seine Maschinen technisch und optisch top in Schuss sind. So hat er mehr Freude bei der Arbeit und die teure Technik verliert über die Jahre weniger an Wert. Wir fahren raus aufs Feld. Das Gras ist gut angewelkt und jetzt bereit zum Einfahren. Zum Schwaden schickt Richard seinen altgedienten New Holland 8160 ins Rennen. Der Mittelschwader von Klaas hingegen hat heute seinen allerersten Einsatz. Vor die Presswickelkombination spannt der Lohnunternehmer seinen stärksten Schlepper. Der New Holland T7 185 wurde auf 200 PS optimiert. Ein guter Kompromiss. Bei Einsätzen im hügeligen Gelände würde sich Richard hin und wieder ein paar PS mehr wünschen. Allerdings schätzt er den kurzen Radstand, weil die Feldzufahrten hierzulande oft eng und verwinkelt sind. Die Presse wird, wie viele Maschinen in England, über eine einfache Zugöse angehängt. Mit den gleichmäßigen, lockeren Schwaden hat die Maschine leichtes Spiel. Doch nicht immer ist das Gras so trocken wie hier. Wir haben Kunden, die nach dem Mähen gleich schwaden und pressen wollen. Das war mit der alten Lely-Maschine nur schwer möglich. Der Einzug bei dieser Presse ist viel besser als bei anderen Maschinen, mit denen ich vorher gearbeitet habe. Sie zieht auch frisch gemähtes Gras gut ein. Diese Grasballen sind zwar nicht immer perfekt geformt, nach 2 oder 3 Tagen kommt es vor, dass sie etwas flacher werden, aber das hat mit dem Wetter zu tun. Wenn wir immer perfektes Wetter hätten, wären auch die Ballen perfekt, oder? Das Schneidwerk sitzt bei der Göbeil G1 über dem Rotor, sodass es bequem von vorne zugänglich ist. Von Zeit zu Zeit tauscht oder dreht Richard die zweischneidigen Messer. Für gleichbleibende Schnittqualität und geringen Kraftbedarf. Standardmäßig setzt der Lohnunternehmer die Maschine wie hier mit dem halben Messersatz ein. Für alle 30 Messer verlangt er einen kleinen Aufpreis. Dann erreicht die Göbeil G1 eine theoretische Schnittlänge von 35 mm. Ein Alleinstellungsmerkmal und für viele Kunden der Hauptgrund, warum sie Richard mit dieser Maschine beauftragen. Die Schnittqualität ist viel besser als bei allen anderen Maschinen. Der Schnitt ist besser als bei McHale, besser als bei Kuhn und besser als bei Lely. Früher war ich sehr überzeugt von der Lely-Presse und ich habe sie gerne gefahren. Aber die Göbeil G1 schneidet viel kürzer und die Maschine ist auch leichter zu fahren. Sie braucht weniger Kraft und verstopft seltener, auch wenn man alle Messer drin hat. Out of the Göbeil machine and easier driving, less horsepower and less blockages,
when you're chopping. Sollte sich die Maschine dennoch am Futter verschlucken, so lässt sich die Verstopfung im Handumdrehen beseitigen. The one of the big changes is with the automatic floor opening for the blockages. Ein großer Vorteil ist die automatische Schneidbodenöffnung bei Verstopfungen. Das spart eine Menge Zeit. Denn bei der alten Lely-Maschine musste man immer absteigen, das Steuerventil öffnen, den Schneidboden öffnen, die Zapfwelle wieder einschalten, den Schneidboden wieder schließen, die Messer wieder einschwenken und. Die Göwell-Maschine macht das alles automatisch. Sobald man die Zapfwelle wieder einschaltet, öffnet der Schneidboden von selbst und das Material geht durch. Das spart eine Menge Zeit. Die komplette Maschine bedient Richard über Isobus. Leider hat der Schlepper nur ein kleines Terminal. Hier merkt man, dass er nicht mehr der Jüngste ist. Über zwei Kameras kann der Lohnunternehmer den Press-, Binde- und Wickelvorgang überwachen. Die Folienbindung hat er seinen Kunden mit einer geschickten Strategie schmackhaft gemacht. As soon as that season started, without telling any of my customers, we did, if we went to do 100 bales for them. Letzte Saison, ohne es den Kunden zu erzählen, habe ich von 100 Ballen 30 mit Mantelfolie gebunden. Den Rest habe ich mit Netz fertig gemacht. Im Winter, als die Kunden die Ballen geöffnet haben, waren sie sehr überrascht. Etliche haben danach gesagt, dass die Qualität super war. Vor allem, wenn sie die Ballen nicht sofort gebraucht und erst später verfüttert haben. Eventuell sogar erst im zweiten Winter. Da war die Qualität viel besser. Speziell die größeren Betriebe haben die Vorzüge der Folienbindung schnell erkannt und wollen heute nichts anderes mehr. Neben der besseren Futterqualität vereinfacht diese Technik auch das Plastikrecycling. Die Recyclingfirmen wollen Netz und Plastikfolie nicht vermischt haben. Bei Ballen, die mit Folie gebunden sind, kann man alles zusammen entsorgen. Viele Landwirte in Großbritannien haben Müllcontainer auf ihren Höfen, wo sie das Plastik sammeln. Das ist ein weiterer Pluspunkt. Die Landwirte bevorzugen die Folienbindung, weil sie dann alles in einem Rutsch entsorgen können. Die Ballenübergabe geht extrem schnell. Dazu fährt der Wickeltisch unter die Presskammer. Die Klappe öffnet sich und der Ballen fällt heraus. Nur 10 Sekunden Pause, dann geht's weiter. Während der Doppelarmwickler das Futter in Folie packt, entsteht vorne schon wieder der nächste Ballen. Das kurzgeschnittene Gras gepaart mit hoher Pressdichte und der Folienbindung sind die idealen Zutaten für knallharte, kantige Ballen, die auch langfristig ihre Form behalten. Festere, aber dafür weniger Ballen pro Hektar. Arbeitet der Lohnunternehmer damit nicht gegen sein eigenes Geschäft? Oh, the bale density is far superior. Die Ballendichte ist viel besser. Obwohl man eigentlich Gras verschenkt, wenn man die Ballen zu fest presst. Würde man sie ein bisschen lockerer pressen, könnte man als Lohnunternehmer leicht mehr Geld verdienen. Aber genau darauf kommt es an. Sauber geformte Ballen, so fest wie möglich gepresst, zu einem fairen Preis. Was mir die Kunden oft erzählen, wir können 5 oder 6 McHale-Ballen auf den Anhänger laden. Aber wir können nur knapp 5 Göwell-Ballen aufladen. McHale-Bales on the bottom of a trailer. But we can only just about get 5 Göwell bales. Die gute Arbeit hat sich herumgesprochen. Viele Landwirte sind auf den Zug mit aufgesprungen und fragen inzwischen gezielt nach der blauen Presse, mit der sich Richard klar von anderen Lohnunternehmern in seiner Region abhebt. Obwohl er nicht der günstigste Anbieter ist, wird sein Kundenkreis immer größer. So überrascht es nicht, dass er schon über die nächsten Expansionsschritte nachdenkt. Von diesem Weg lässt er sich auch durch einen kürzlichen Schicksalsschlag nicht abbringen, denn Richard ist Landwirt mit Leib und Seele. Dieses Jahr ist sehr schwierig für mich, weil ich meinen Vater verloren habe. Er ist mir immer zur Seite gestanden. Er hat mich bei der Arbeit unterstützt, seit ich einen Traktor fahren kann. Das ist sehr traurig. Mein Leben hat sich stark verändert und ich habe es nicht kommen sehen. Im Grunde war er 100% fit und dann plötzlich nicht mehr. But yeah, I'm gonna keep going. I'm gonna push on. I think. Aber ja, ich werde weitermachen. Ich denke, wenn mein Vater herunterschaut, würde er wollen, dass ich das so mache. Also muss ich weitermachen. Ich habe vor kurzem ein Stück Land gekauft, nicht weit vom Hof entfernt, rund 12 Hektar groß. Und nächstes Jahr werden wir dort hoffentlich einen neuen Stall bauen. When you actually leave school, you don't know what you want to do.
Wenn man die Schule abschließt und nicht genau weiß, was man machen will, mein Vater meinte, dass ich doch am Hof mitarbeiten sollte, ich hatte nicht wirklich eine Wahl. Anfangs gab es auch ein paar Streitereien und Meinungsverschiedenheiten, aber so ist das nun mal im Leben. Ich glaube, am Ende sind wir ganz gut miteinander ausgekommen. Und ja, ich mache diese Arbeit gerne. Man würde das alles nicht tun, wenn man die Arbeit nicht gerne macht, oder? Das größte Problem ist, gute Maschinenbediener zu finden. Es gibt zwar etliche Fahrer, aber die können die Maschine nicht bedienen. Ich werde trotzdem weiter expandieren. Als nächstes möchte ich mir einen Göweil Quaderballenwickler kaufen. Und dann eine weitere Presswickelkombi. In 2 Jahren vielleicht. Oder vielleicht schon nächstes Jahr. Next year, maybe. Wir wünschen dem Unternehmer viel Erfolg auf seinem weiteren Weg und drücken ihm die Daumen, dass seine ehrgeizigen Pläne aufgehen. Liebe Zuschauer, habt ihr noch Fragen zu Richards Betrieb oder zu den gezeigten Maschinen? Schreibt sie einfach unten in die Kommentare. Wir antworten. Wenn euch dieser Einblick in die britische Landwirtschaft gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like da und erzählt es weiter. Viele weitere Videos über die blauen Rundballenpressen, Wickler und Kleingeräte aus Österreich findet ihr auf unserem YouTube-Kanal.